Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man mit dem kostenlosen Schnittprogramm Shotcut Zeitraffer und auch Zeitlupenaufnahmen machen kann. Das ist also mal wieder Zeit für ein kleines Tutorial zum Thema Shotcut, welches ich auch benutze, um meine Videos auf meinen YouTube-Kanälen zu schneiden. Das Programm ist auch kostenlos. Ich kann es euch daher wirklich empfehlen, gerade für Anfänger ein sehr, sehr gutes Schnittprogramm. Ja, wie machen wir jetzt Zeitrafferaufnahmen und Zeitlupenaufnahmen? Das möchte ich euch zeigen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Zeitraffer an. Ich spiele dazu einfach mal das Video in der Originalgeschwindigkeit ab. Und ja, wenn wir das Ganze viel, viel schneller haben wollen, dann klickt ihr hier einmal in eure Videospur rein, geht auf den Punkt Eigenschaften und hier oben habt ihr die Geschwindigkeit. Da könnt ihr bis maximal 50-fach das Ganze schneller machen. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal jetzt 8-fach. Das sollte ausreichen. Geben dann hier also die 8 an und klicken jetzt einmal daneben. Jetzt lassen wir es mal ablaufen und dann könnt ihr schon sehen, dass das Ganze wesentlich schneller ist. Ja, jetzt will ich euch aber auch noch zeigen, wie der Zeitraffer geht, Entschuldigung, die Zeitlupe geht. Dazu schneide ich aber hier einfach mal ein bisschen was ab. Und ja, jetzt wollen wir das Ganze nicht mehr in der Originalgeschwindigkeit haben, sondern in Zeitlupe. Ich würde sagen, wir suchen uns einfach mal hier auch den Bereich aus dem Video aus. Ich schneide das kurz alles mal weg, was ich dazu nicht haben möchte. Und dann würde ich sagen, geht es bis hier in die Zeitlupe rein. Den Bereich, das wollen wir jetzt einfach mal nicht haben. Und ja, wenn ich hier die Zeitlupe haben will, gehe ich auch jetzt wieder auf Eigenschaften und ich kann die Geschwindigkeit nicht nur erhöhen, sondern ich kann sie auch tatsächlich verringern. Machen wir es mal auf ungefähr ein Drittel runter. Ihr könnt natürlich auch hier jetzt noch frei Sachen reinschreiben, indem ihr hier das manuell macht. Das funktioniert auch. Das hat sich festgelegt, das jetzt hier nur über diese Pfeile einzustellen. Ich mache es jetzt mal auf 0,3 der Originalgeschwindigkeit. Klicke jetzt wieder einfach zum Rand. Ihr könnt sehen, die Videodatei wird dann natürlich länger. Und jetzt spielen wir das einmal ab. Zeitlupen-Modus und auch den Zeitraffer-Modus verwenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem auch weitergeholfen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.